So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Advance Wars. Wir nähern uns in großen Schritten dem Finale und deshalb habe ich mir Besuch mitgebracht. Ja, wen denn? Wen hast du denn da mitgebracht? Eigentlich den Vardrak, allerdings spinnt mein Game-Controller gerade. Also und deswegen bin ich jetzt nicht da. Aha. Nee, du bist da, aber mein Controller nicht. So, hoch, runter, das seht ihr jetzt alles nicht, links, rechts, A, B, L, R. Lali belegt gerade die Tasten neu. Genau. So, alles wieder da, sehr schön. Ja, wir wollen mal gucken, wir sind, glaube ich, relativ fertig, wir können nichts mehr machen, genau. Gucke, also es sieht gerade so aus, ich weiß nicht, kennst du die Mission? Nein, ich habe Advance immer nur die ersten paar Level gespielt. Das ist so ähnlich wie bei Dawn of War 1, die Kampagne. Bin nie weitergekommen. Das Schicksal hat irgendwas dagegen gehabt. Ich bin halt auch erst beim zweiten Mal soweit. Oder das zweite Mal soweit. Ich habe das auch bisher nur einmal gespielt. Muss aber auch sagen, ich habe das Spiel nie selbst besessen, sondern immer nur ausgeliehen. Hier oben hat Sturm seine Basis. Also sozusagen eine Sturmbasis. Er hatte von Anfang an 28 Gebäude, was ihm sehr viel Geld verschafft hat und kann deswegen Einheiten bauen. Aber es wird schon ein bisschen weniger, leider hat er immer noch zu viele Panzer. Und Kos Spezialgabe wird sich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde wieder aktivieren. Oder hatten wir sie erst? Keine Ahnung. Er kann in einem, ich glaube, so ein Sternfeld, so ähnlich wie 3x3 fast. Ich weiß nicht genau, wie das Feld groß ist. Wir wollten eigentlich nachgucken, ob wir das mal uns jetzt angucken können. Stimmt. Kann er ja 8 Schaden machen. Au. Ja. Zum Meteoreinschlag oder was? Genau. Okay, er kann seine Gabe einsetzen und Meteoritenregen sagt dir nicht, was es kann. Aber macht's ungefähr, also wenn er das hier hinsetzt, dann macht's um das 3x3 Feld plus das da, glaube ich, so. Oder nur das 3x3 Feld. Auf jeden Fall ziemlich auer. Da unten werden jetzt Panzer zerstört. Jetzt. Au, na gut. Aber es war, ach so, stimmt. Ich hatte die genau so gestellt, dass nicht zu viel passieren kann. Und es hat sich gelohnt. Wie man Sturm sieht. Sieht irgendwie aus wie so ein Octobock. Irgendwie so ein bisschen, das stimmt. Bin ich auch noch nie drauf gekommen. Ich meine, schau dir an. Das geht waren nur, meine Panzer? Nee. Geht nur, dass der Stein macht er ja Meteoritenschauer. Ja. Also, ich glaube, im zweiten Teil ist es halt so, dass er langsamer seine Gabe auffüllt. Also hier kommt es mir auf jeden Fall schneller vor, als es sein sollte. Das tut weh. Auch wenn vielleicht er gegen Max kämpfen, weil er hat vier mehr Deckung. Naja, whatsoever. Dafür hat der Panzer unten jetzt fast keine Munde mehr, glaube ich. Ja, ich glaube, eins hat er noch, aber Sturm ist halt auch, was den Angriff anbelangt, relativ stark und ich glaube, er wird auch noch mal ein Stückchen stärker, wenn er seine Gabe einsetzt. Ihr seht ja, wir können leider nichts lesen. Mich verwirrt es gerade, Moment, dass ich mein Fernsehlicht halb hinter mir noch anhabe. So, Tag 14. Unsere Lage ist wieder ein wenig ernster geworden. Er hat nur noch 2 mal Munition. Mit dem können wir da nichts machen, leider. Das heißt, wir schicken ihn einfach trotzdem davor. Kannst du einen Bomber bauen? Sollte dir unten zumindest nicht wegschießen können. Gucke mal. Siehst du was? Ja. Erstens, er könnte mir einen Bomber wegschießen. Zweitens mal kosten Bomber 22.000. So viel hast du nicht. Genau. Deine Einheiten sind natürlich auch also super geboostet. Das ist natürlich scheiße für dich. Ich werde erstmal den da. Macht nicht viel Schaden. Haben wir keine Munition mehr? Doch. Achso, er hat einfach nur zu viel Deckung. Ja, also Leute, ihr kennt das ja, die Strategie. Irgendwie verbrannte Erde oder so. Also wir machen erstmal alles kaputt. Das war zum Beispiel mal gar nicht so schlecht. So, hat er jetzt noch Muni? Zählt das eigentlich die Verteidigung auch als Munitionsverbrauch? Ja, natürlich. Aber er hat noch eins. Ne, zwei, weil ich mit denen angegriffen habe und gegen die beiden kann er nur seine Sekundär, sein MG einsetzen. Hm. Schade. Könnte man so sagen, das ist richtig. So, wir greifen ihn erstmal mit den Fußtruppen an.
weil er da nicht ganz so viel. Und jetzt greifen wir ihn mit denen an. Weil das nämlich dann besser ist. Du könntest den Schaden mit deiner Gabe noch auskurieren. Wenn ich sie jetzt voll kriege, ja. Du hast sie doch schon voll, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Ach nee. Und ich habe keine Einheit mehr. Ich baue erstmal Jagdpanzer. Und, schade eigentlich. Oder? Wenn ich mit denen, ich versuch's ein... Nee, ich kann sowieso kein K-Heli bauen, okay. Irgendwie bin ich immer der Meinung, dass der K-Heli nur 7000 kostet. So, an zweiter Stelle kommt Max dran. Wir haben mit Max gar nicht mehr so viele Einsatzfahrzeuge. Schade eigentlich. Ich sage immer wieder, Kit würde mir hier viel besser gefallen. Weil einfach über erweiterten Fernkampf schon viel machbar wäre. Mhm. Aber auf mich hört ja keiner. Nee, sowieso nicht. Knall. Er hat dort einen Bomber. Bauen wir auch einen Bomber? Wir versuchen es mal. Dort hinten solltest du ja einigermaßen sicherstellen vielleicht. Ja, da sollte ich das irgendwie vielleicht hinkriegen. Kann ich natürlich nichts anderes weiterbauen, dann baue ich nochmal eine Infanterieeinheit. Warte mal, was würde denn passieren, wenn ich hier... Ist egal. Viel mehr kann der eh nicht bringen, wenn wir Glück haben, haut dann kaputt. Genau. So, der macht schon mal keinen Schaden mehr. Wirst du auch repariert, wenn du auf verbündeten Gebäuden stehst? Nein, ich glaube nicht. Und die Gabe leider hilft da auch nicht bei Verbündeten. Ja, das ist klar. Tammy darf ihre Gabe einfach mal einsetzen. Einfach nur, um ihn zu nerven. Das auch. Ich finde, diese Reichweite ist schon für eine Mecheinheit schon ziemlich cool. So, 22. Ich wollte gerade sagen, mach doch die Mecheinheit da unten kaputt, aber das ist ja deine eigene, die grüne. Ja, das ist sie. So, wenn wir Glück haben, was wir natürlich nicht haben werden, oder? Ja, das dachte ich mir. Allerdings können wir hier das da machen. Gucke mal, tschüssi. Der kann sich nicht wehren. Genau. Und wenn er mit seinem Panzer in der nächsten Runde angreift, ist der Panzer kaputt. Mit dem Kampfpanzer. Mit dem da meinst du? Ne, der wird nochmal geheilt eine Runde. Naja, trotzdem. Das Problem ist halt, mein Heli steht in der Reichweite von zwei seiner Einheiten und er hat noch Helis da. Fünfzehn und selber sterben. Das klingt irgendwie nicht so pralle. Ja. Und 70 und keinen Schaden kriegen. Aber es bringt halt nicht so viel, also es ist gehuppt wie gesprungen. Vor allem da unten noch ein Kampfpanzer steht. Und du dich jetzt auf die Brücke stellst, was natürlich schlau ist. Ja. Das hier ist richtig schlau. Der hat zwar nur noch eins, aber ist egal. Kann er dich angreifen? Ja, mit dem Heli, ne? Er kann mich auf jeden Fall angreifen. Das Kampfpanzer bauen. Kampfpanzer bringen mir halt bei Tammy nicht viel. Ich sage ja, ich hätte hier gern den Yellow Comet-Typen mit seinen Helis aus dem zweiten Teil. Mhm. So, und schon wieder ist Sturm am Zug. Solange er Einheiten heilen muss, kann er nicht zu viele Einheiten bauen, was schon mal gut ist, aber... Ja, er kann halt meine Einheiten ziemlich gut wegputzen. Vor allem, weil Sturm ein Allrounder ist. Und der schon wieder Bombe hat. Ich hasse es, wenn er Bomber hat. Wer hasst es nicht, wenn der Gegner Bomber hat? Das ist halt das Problem auch. Ich muss halt auch mit drei Leuten Geld ausgeben und das heißt mit drei Leuten auch Geld scheffeln. Wenn ich die ganzen Gebäude mit einer Person hätte, wäre das leichter. Ja. Das stimmt. Das ist ein wenig anstrengend. Zum Bleistift das da. Hat Sturm ein Flughafen? Mhm. Zwei. Das ist doch blöder.
Ja, sonst hätte er nicht schon wieder Bomber, ne? Ja, ja, ach so, ja. Ich höre dir selten zu, weißt du ja. Mich ärgert es halt, dass er diese, diese drei, na, super, Andy. Können wir das mal bitte, brauchen wir das? Ja, wir brauchen das auf jeden Fall. So, super Tuning. Sein TTP da unten nervt mich jetzt gerade mal gar nicht so sehr. Ist der voll? Nee, sonst wäre ein Zeichen dran. Weil wir ohne Kriegsnebel. Wir spielen ohne Kriegsnebel. Ja, ja. Dadurch, dass wir halt keinen Kriegsnebel haben, ist das ziemlich egal. So, gegen den Kampfpanzer. Gegen den Jagdpanzer kann man noch relativ viel ausrichten, aber gegen den Kampfpanzer leider nicht. Weswegen wir hier auch zum Beispiel damit angreifen. Auch wenn das nicht so viel Schaden macht, wir bekommen halt auch nicht so viel Schaden, glaube ich. Ja. Deswegen wäre es halt wirklich gut, wenn wir den hier jetzt die Runde vielleicht wegbekommen, was klappen sollte. Vielleicht kriegst du ihn ja dazu, seine Kampfpanzer zu eilen. Was ich halt noch für das Problem habe, ist, dass ich jetzt nicht mit Tammy zuerst angreifen kann, weil wenn ich mit Tammy den wegkriegen könnte, könnte ich mit Max versuchen, den, oder wenn ich mit Max zuerst den, könnte ich dann versuchen, seinen Bomber anzugreifen, weißt du, aber nein. Das ist mir ja nicht vergönnt. Du baust hier auch sehr wenig TTP, ne? Ja, wofür denn? Naja, zum Beispiel um deine Einheiten zu versorgen. Ich brauche meine Einheiten nicht groß versorgen, weil sie leben meistens nicht lang genug. Das ist natürlich ein Argument. Traurig, aber wahr. Und du hast tatsächlich noch eine Einheit von ihm besiegt. Ja, ich habe ja noch zwei Züge. So, und der kann natürlich mal wieder nichts machen. Dann darfst du mal da runter gehen. Ja. So, ich brauche jetzt hier trotzdem einen K-Heli, das ist mir egal. Ja, er hat ja zwei zur Auswahl, die er treffen, mit denen er schießen kann. Auf die er schießen kann, so. So. Kommst nicht rein. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Wie viel Schaden machen wir? 26. Scheiß drauf. Maximum. Du bist echt der Erste, dem das aufgefallen ist. Ich wollte gerade sagen, den Witz hast du bestimmt schon 20 Mal gebracht. Na, das vielleicht nicht, aber ich finde jetzt so, wo sich das Let's Play so langsam dem Ende zuneigt, ist das bestimmt das erste Mal, dass jemandem dieser Witz auffällt. Natürlich. Er macht mir einfach zu viel Schaden. Das tat weh. Erstaunlich, dass wir selbst mit der Vulkankanone 21% machen, wo wir mit der mit den Jagdpanzern gerade mal 36 gemacht haben. Leider ist der bald wieder einsatzbereit und er hat immer noch seine Einheiten da hinten und so weiter. Jäger bauen wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, oder? Ich hatte mal einen Jäger. Der wurde zerfetzt. Gut, das beantwortet meine Frage natürlich. Schön. So. Ich hatte mal einen Jäger. Oder? Ja, ist das Einzige, was sich lohnt. Und damit wäre der nämlich auch weg. So. Traurig erschaut. Wir können noch einmal diese Einheit da schießen. Du könntest doch einnehmen. Ja, es bringt aber nicht viel, weil er mich nächste Runde dann da wahrscheinlich weghaut. Das bringt aber auch nicht viel. Aber wenn du einnimmst mit Tami, dann sind die Einheiten das primäre Ziel. Er greift eine andere Einheit nicht an. Ja gut, könnte man versuchen. Das ist Tatsache nicht falsch. Wenn die KI so schlau ist. So schlau ist, um in diese Falle einzugehen. In diese Falle. Wenn es nicht so schlau ist, hast du ein Gebäude.
Ist mir zu gefährlich mit dem Bomber da oben. Der schießt mir noch meinen TTP ab und da sitzt noch jemand drin. Das wäre nicht nett. So, Sturm. Hat mir auch noch zu viel Geld. Weißt du, 28.000, davon könnte man ein Schlachtschiff bauen. Wenn man einen Hafen hätte. Ja, gut. Das ist ja erstmal eine andere Geschichte. Na, was habe ich gesagt? Hast du da irgendwelche Flags in Reichweite? Ich habe auch gerade überlegt, warum ich keine Flak gebaut habe. Flak im Flak? Oh je. Sieht nicht so gut für dich aus. Nein, das tut es nicht. Na gut, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wenn er nicht angegriffen hätte, sondern ich ihn, dann wäre das besser ausgegangen. Hier ebenso? Nee, hier nicht. Weil Tammy ist keine Luftspezialistin. Tschüss, Flak. Tschüss, andere Flak. Mir scheint es Spaß zu machen, meine Flaks zu zerschießen. Er hat einen Bomber, natürlich macht es ihm Spaß, meine Flaks zu zerschießen. Ja, das ist jetzt Max geschuldet, dass der überlebt hat und dann... Ach, das wird ein langer Kampf. Können seine Einheiten auf dem Wasser gar nicht angreifen? Könnten, aber ich weiß nicht, warum er das gerade nicht gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die hat er natürlich sehr clever gestellt. Kann ich nicht anders sagen. Aber du könntest zum Beispiel sicher seine TTP da unten erstmal zerlegen. Ja, was anderes einfällt. Erstmal die Einheit zerlegen, die keinen Schaden macht. Guck mal, wenn ich die zum Beispiel versuche anzugreifen, sagt er 27%, trollololololol. Und du fliegst in Flak-Reichweite, ne? Ich flieg immer in Flak und Reichweite, weißt du, das ist halt das Problem, ich kann... Naja, ich könnte höchstens versuchen, den anzugreifen. Wie viel Schaden mache ich da? Ja, doch, das lohnt sich. Ja, das hat sich wirklich gelohnt. Da war Glückstreffer für uns. Den kannst du mit Tammy nachher zerlegen. Genau, den kann ich mit dem Kleinen da zerlegen. So. Ja, geht nicht anders. Zack, 55. Das ist halt eine schöne Zahl. Wenn es halt, wenn er mehr Jagdpanzer als Kampfpanzer bauen würde. Deswegen muss ich halt nach und nach, müsste ich wirklich da oben die Gebäude mal einnehmen. Einfach damit er keine Einheiten mehr dort bauen kann. Wir brauchen mal eben eine Flak. Rat mal, dass der Bomber in der nächsten Runde angreift. Niemals die Flak, niemals. Das wäre zu offensichtlich. Hey, ich kann mit Tammy die Einheit von ihm noch besiegen da. Genau die Einheit da, die ich meine. Die Flak? Oder die da? Die da, den Jagdpanzer. Ja, das kann ich versuchen. Stell dich im Wald und greif den Kampfpanzer an. Ein Sechser. Genau, mit einem Fünfer Jagdpanzer. Was soll schon groß passieren? Das haben große Dynastien immer schon gesagt. Was soll schon passieren? Ich kann es nicht fassen, wie lange dieses Level dauert. Wie lange sitzt du schon dran, die Folgen? Das ist jetzt die fünfte. Au! Aber ich habe dieses Level auch zu ziemlich lange in Erinnerung. Das ist halt kein Schnellschlag, weil er startet halt so mit so einer Übermacht. Du kannst es eigentlich nicht... Also es gibt bestimmt einen Trick, wie man es recht schnell gewinnen kann, aber... Ja, so einer bin ich ja nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ansehen, wie es denn weitergeht. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss. Tschüss, bis dann.